Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute unterwegs in Trains in World 4 im Bereich Nahverkehr Dresden und fahren heute mit unserem Zug auf einem Teilstück der Linie S1 von Dresden Hauptbahnhof nach Meißen-Triebestal. Diese Teilstrecke wird quasi regulär auf genau diesem Teilstück auch befahren im Berufsverkehr. Ja, wir fahren aber eine andere Zuggarnitur. Und zwar fahren wir mit meinem heißgeliebten Vectron. In Rot ist eigentlich die Lackierung von DB Cargo. Aber verzeiht mir, dass ich den nehme, weil der passt einfach farblich besser zum Zugverband. Und die Freiheit nehme ich mir einfach. Wir haben hier eine vierteilige Einheit hinten dran und hinten selbstverständlich einen Steuerwagen. So, unser Zug ist auch vernünftig beschildert, Meißen-Triebestal, genau da geht's hin. Die Vectron ist nicht unbedingt die prädestinierte Lok für einen Regionalverkehr, jedenfalls in unserer Version, weil die doch eine verhältnismäßig träge Bremse hat. Aber ja, mit dem Talent 2 kann es ja jeder und ich mag den Vectron sehr und deswegen geben wir uns diesem Abenteuer einfach mal hin. So eine Strecke mit ordentlich vielen Halten, ich glaube 12 oder 14. Habe auch ein bisschen KI-Verkehr eingebaut, damit es nicht ganz so langweilig wird. Und dann würde ich sagen, bereiten wir unseren Zug mal vor, schwingen uns in den Führerstand. So, Tür zu. Dann beugen wir uns übers Pult, schließen dieses auf. Fahrtrichtung vorwärts. Bremse koppeln. Dann marschieren wir nach hinten an den Schrank, schalten uns die PZB ein, Zugbeeinflussung. LZB. Zugbeeinflussung. Signalbeleuchtungsüberbrücken lassen wir erstmal so stehen. LZB braucht man natürlich auch nicht, aber dann verschwindet wenigstens eine Meldung auf dem Display. Federspeicher drücken wir vorsichtshalber noch und dann hocken wir uns hin. So, jetzt müssen wir doch ein paar Sachen einstellen. Ist das schön, aber der Vectron nicht einfach reinsetzen, losfahren. Unser Zug ist angebremst, wie ihr gerade seht. So, dann werden wir uns erstmal um das Spitzensignal kümmern. Das ist wie gesagt nur Lok. Das heißt, hier drückt ihr einfach bloß die 3 für 3 Lichtspitzensignal. Hintenschluss kommt automatisch. Dann AFB, schalten wir die AFB ein, AFB, drücken uns die auch AFB. entsprechend hoch. So, dann tausche ich mir immer das Display hier rüber. Das habe ich mal gerne in der Mitte. Das wäre sonst leer, deswegen mache ich das aus. Und hier oben steht auch nicht drin, also mache ich es auch aus. Genau. Genau, AFB. Ihr seht, die Markierung hier blinkt. Das heißt, die drücken wir uns hier erstmal entsprechend hoch. Auf. Und oben steht 100, aber am Signal sind, glaube ich, dann 80. Und zur Bestätigung müsst ihr den Griff vom V-Sollsteller müsst ihr quasi drücken. Ich habe mir das natürlich auf eine Taste gelegt auf meinem Pult. Mit dem Griff können wir auch noch was machen, das zeige ich euch nachher noch. Okay, das haben wir gemacht. Dann gehen wir in die Einstellung, setzen uns E-Bremskraft auf 240 hoch, damit die ein bisschen knackiger anspricht. Obere Zugart haben wir, R, schnell fahrender Personenzug haben wir auch. Okay, dann können wir hier wieder ins Grundbild gehen. Und dann sollte das alles gewesen sein. Die Lampe, das Spitzensignal erscheint hier verhältnismäßig hell. Ich dimme das mal ein bisschen. Ja, ein bisschen besser. Soll ein Signal sein, soll uns ja nichts ausleuchten. Wir fahren da bei schönem Wetter. Okay, dann würde ich sagen, geben wir mal unsere Türen frei. So, oben im HUD, da steht bereits schon der nächste. Genau, oben im HUD steht schon der nächste Halt dran. Da wird sozusagen unsere Abfertigung Fahrgäste einstellen lassen noch nicht berücksichtigt. Das taktet sich denn beim nächsten Halt wieder ein. So, dann würde ich sagen, wir schließen unsere Tür noch gleich wieder. Dann lösen wir unsere Bremse.
Haltebremse bleibt aktiv, die löst sich dann, wenn wir Leistung aufschalten. Wie gesagt, wir haben hier leider keine separate Türkontrolle, aber wie gesagt, das Bedienen der Türfreigabe und so können wir dann hier machen. Okay, dann geht es los. So, AFB Startprogramm, befreien wir uns. Zugbeeinflussung. Dahin fährt ein Gegenzug. Wir probieren es erstmal mit der E-Bremse, mit der E-Bremse, genau. So, denkt dran, ihr habt ein Triebfahrzeug vorne dran. Hauptsache, der Wagen zu am Bahnsteig. Ja, ist doch Maßarbeit, würde ich sagen, oder? Ja. Wie gesagt, ich habe das mal ausgezirkelt. Also mit 4 Wagen geht das gerade so auf. Also, es sei denn, ihr berücksichtigt immer, dass die Lokomotive draußen steht. Dann wird euch natürlich das immer von der Startmarkierung abgezogen, weil ihr denn offiziell drüber gefahren seid. Also wirklich mit Lok am. Im grünen Bereich und dann kommt das genau hin, weil das alles sehr kurze Bahnsteige sind. Also manche, die sind wirklich so auf Kante genäht, da habt ihr so gut wie keine Toleranz. Oh, hier ist es auch schon knirsch. Also ihr müsst, also wenn ihr mit dem Lok ein paar Meter drüber fahrt, ist das nicht schlimm, aber ihr seht, ich stehe genau auf 0 Meter. Also quasi eine absolute Zielbremse. Das muss ich unterm Dach drunter durchkriechen. Und dann würde ich sagen, machen wir unsere Türen zu. Dann los geht's. So, nächster Halt ist in Dresden Mitte.
So, Türen gehen zu. Jetzt geht es gleich über die Elbe. Da gucken wir natürlich mal aus dem Fenster. Sehr schön. Ja, trotz Eisenbahn auch noch ein bisschen Kulturprogramm, ne? So muss das sein. ZB befreien und Türen frei. Und wir schließen unsere Türen. So, gleich schon Dresden-Bischofsplatz.
Also wie gesagt, durch die Lok habt ihr immer noch ein bisschen Toleranz. Aber wie gesagt, die Mittelwagen müssen am Bahnsteig stehen. Also selbst wenn die Lok direkt am Bahnsteig steht, seht ihr, es wäre schon knirsch. So, dann machen wir unsere Türen wieder zu. Dresden-Pieschen. So, jetzt drücke ich mal an diesem Signal hier den Zuglenkzähler. Ihr müsst hier zweimal drücken, ob es funktioniert hat. Ja, zweimal schnell hintereinander. Dann seht ihr, wie die Kilometer, die Meter runterzählen. Genau. So, euer Bordrechner weiß, wie lang der Zug ist, und wenn ihr dann sozusagen ab dem Drücken mit dem Zug dran vorbei seid, gibt es ein Miep-Miep. Deswegen auch als Roadrunner bekannt. Das Geräusch ist natürlich jetzt hier ein bisschen anders wegen Copyright und Tralala. Aber im Kern ist es das. Also besonders interessant für langsam Fahrstellen. Wir schließen die Tür. Jetzt hört am Zischen, dass die Haltebremse auslöst. So, der nächste Halt, Dresden-Trachau. So, 120 freigegeben, drücken wir uns entsprechend die AFB hoch und drücken unseren Griff runter.
Einmal Roadrunner. Funktioniert. So. Da ich wieder rumgespielt habe, jetzt muss ich noch ein bisschen extrem in die Eisen gehen. Also wie gesagt, mit der Bremse muss man sich einfummeln. Ich bin jetzt in der letzten Zeit so viel S-Bahn Berlin gefahren. Mal wieder eine richtige Lok zu bedienen, um jetzt die S-Bahn nicht zu schmälern, aber es ist natürlich doch was anderes. Die stehen wir wirklich gerade so knirsch. Also im Zweifelsfall immer mit der Lok drüber. Oder ihr nehmt einen Wagen raus im Formation Designer und ja, steht dann halt komplett dran, ne? So. Türen zu. Geht's weiter Richtung Radebeul. Türfreigabe auf dem Pult. Ja. Lässt mich hier vom Dach nicht runter. Ja. Ansonsten mag ich die Strecke hier echt gerne, weil es A, viele Halte hat. Und B, weil er einfach schön gestaltet ist. Und wenn wir Fahrplanszenarien fahren, dann habe ich hier auch adäquate, entsprechend beschriftete Richtungsanzeige auch. Das haben wir jetzt natürlich hier in unserem selbstgebastelten Szenario natürlich nicht.
So, Tür machen wir wieder zu. So, weiter geht's. Nächster Halt, Metropolbahnhof Radebeul-Weintraube. Okay. Ich hatte es ja angedroht, wir verbremsen uns heute Minimum einmal. Also was natürlich noch schön wäre bei der Vectron, wenn es ja wirklich diese DB Regio Livery geben würde, also Railpool, kleiner DB Regio Vermerk, und dann haben die ja vorne über den Scheinwerfern noch ein Zielanzeigedisplay. Das wäre natürlich auch noch nice, wenn es das irgendwie mal geben würde oder das jemand bauen würde. Das wäre echt großes, großes Kino. So, Türen wieder zu und den Halt der Schande schnell wieder vergessen. Gerade bei Kitchenbroder. Kommt wieder ein sensationeller KI-Zug entgegen. Und zwar mit einer 143, weil die ist hier zu Hause. Jetzt versuche ich mal hier anzuhalten, ohne einen Anker zu schmeißen.
Na, geht doch. Radebeul Zitschewik. Das ist halt das Schöne, hier kommt wirklich Halt auf Halt. Ja, gerade so. Hört man aber schön das Zischen von der Haltebremse, die auslöst.
So, liebe Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Coswig auf Gleis 1. So, Obacht, Signal. Zugbeeinflussung. Dann bremsen wir auf 60 runter. Da hinten, da wollen wir ein bisschen Stoff geben. Und bleiben natürlich unterhalb der Führungsgröße von 85. Ja, 40, okay. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. So, habe ich die 40 nicht berücksichtigt. Ja, das gute AL-Signalsystem. Bleiben bei 40. Dann 60. Ach! Das sind nur schon wieder. Ach, verdammt, wachsam vergessen. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung.
Lasst euch oben durch das Streckenband nicht nervös machen. Es gilt immer der Signalbegriff. Also da bin ich jetzt auch ein bisschen drauf reingefallen. So, jetzt haben wir alle Weichen befahren und jetzt warten wir so, bis wir aus der Überwachung raus sind. Ja, noch sind wir in der 45er Überwachung. So, jetzt können wir uns befreien, was wir auch tun. So, in der Vorschau wird uns nochmal 60 und 70 angedroht. Na genau, jetzt geht's hier nach links rüber. Keine Überwachung, dann können wir auf jeden Fall ein bisschen beschleunigen, weil wir steuern schon unseren nächsten Halt an. Neu-Sörnewitz. So, und nach einem kurzen Stücke HL-Signale haben wir auch wieder KS-Signale. Nicht erschrecken. Das obere Licht vom Zugspitzensignal, das ist an, es ist halt bloß gedimmt. Also wenn ihr euch bei der Vectron, wenn ihr bei der Vectron mal Single fahrt und das Schlusssignal, da sind wirklich nur ganz Mickey-Maus-artige kleine LED-Pünktchen. Und da ich das gedimmt habe, weil es sonst extrem hell gewesen ist, sieht man das jetzt nicht so gut, aber es ist da. Alles gut. So, wir schließen unsere Türen.
gehen wir ein bisschen die AFB runter auf 100. Klick. Und unser nächster Halt ist bereits Meißen. Aber doch nicht Meißen-Triebestrahl. Also Meißen haben sie hier bei Trainsim World 4 auch echt schön gemacht. Echt hübsch. Zugbeeinflussung. Ist ja gerade mein Spiel ein bisschen gehangen. Schon Sorgen gemacht, dass es mir abgepfiffen ist, aber nee, alles gut. Meißen. So, wir befreien uns erstmal, um nachher gleich wieder wachsam zu drücken. Kurz mal einen kleinen Panoramablick über Meißen hier. Verriegeln.
Zugbeeinflussung. Lass mal einen kleinen Blick hier gönnen. Augen auf die Strecke. Wir haben ja hier einen Job zu erledigen. Hier bremsen wir mal nur pneumatisch das Stück hier. Geben wir unsere Türen frei. Ja, meistens hat der Rechner ein bisschen zu tun hier. Aber es sieht ja auch echt schön aus. So, am Signal lacht uns schon ein Stumpfgleisvoranzeiger an. Huch. Nee. Jetzt machen wir die Türen zu. Zugbeeinflussung. So, der 500er ist schon da. So, hier machen wir auch keine Spielchen mit der E-Bremse, das machen wir hier, wie sich das gehört. So, da sind wir in Meißen-Triebelstal.
Da wir nette Leute sind, geben wir auch die Türen frei. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr wieder bei mir mitgefahren seid. Ich hoffe, euch hat der kleine Exkurs gefallen auf die wichtigste und älteste S-Bahn-Linie in Dresden, der S1. Und dann hoffe ich, sehe euch im nächsten Video wieder. Und bis dahin, habt eine gute Zeit, macht's gut und tschüss.